Letzte Mission Museumsstück. 30 Jahre lang sind die Space Shuttles der USA in den Weltraum geflogen. Nach 135 Missionen war im Jahr 2011 Schluss damit, auch für die Endeavour, die letzte Raumfähre des gesamten Shuttle-Programms. Sie wurde nach 25 Flügen im Vorjahr ausgemustert. Ihr letzter Standort ist das California Science Center in Los Angeles. Dorthin ist sie am Donnerstag aufgebrochen. Huckepack auf einer umgebauten Boeing 747 ging es vom Johnson Space Center nahe der texanischen Stadt Houston in Richtung Kalifornien. Die Endeavour hatte seit ihrem Start am 7. Mai 1992 4671 Mal die Erde umrundet und dabei rund 200 Millionen Kilometer zurückgelegt. Schließlich setzte die Maschine am 160 Kilometer nördlich von Los Angeles gelegenen Luftwaffenstützpunkt Edwards Air Force Base in der Wüste auf. Zahlreiche Zuschauer verfolgten das nostalgische Abschiedsspektakel des Space Shuttles am Rand des Rollfeldes. Ab Oktober soll das Space Shuttle ebenso wie die drei weiteren verbliebenen Raumfähren dauerhaft ausgestellt werden.